Hallo und herzlich willkommen zu der 100 Baby Challenge bei Sims 3. Wir stellen einen Haushalt, weil was brauchen wir natürlich für einen Baby-Marathon? Eine Frau wäre wichtig. Ich schaue auch, dass die Babys von vielen verschiedenen Partnern kommen, dass man so ein bisschen einen Unterschied erkennt. Und ich glaube, die Frauen können nur begrenzt Kinder kriegen und wenn das der Fall ist, übernimmt eine Tochter einfach das Ganze. Also dann wird das einfach fortgeführt, weil ich glaube 100 Babys funktionieren nicht. Ich glaube, das geht nur bis 20. Ja, schon mal weiblich. Gerade. So, weiblich. Gut, finde ich nicht gut. Angelia. Nee. Malana hört sich interessant an. Und wir geben einfach mal als Nachname, was wäre denn ein wunderschöner Nachname, ich habe mir irgendwas überlegt und ich habe es vergessen, weil ich voll müde bin. Nein. Jetzt geben wir da einen. Mutter wäre blöd. Schlampe wäre halt auch blöd. Können wir irgendwas Kreatives ein? Komm, wir schalten da ein bisschen durch. Biermann ist halt auch blöd. Ich bin echt unkreativ, was sowas angeht. Moorschnee. Keine Ahnung, was nehmen wir. Nehmen wir einfach mal so Standard Müller. Dieser Name ist ja auch sehr stark vermehrt und dann wissen wir warum. Also wie sie jetzt halt auch aussieht, werden halt auch ihre Kinder so teilweise die Eigenschaften haben. Also wenn sie jetzt halt irgendwie dieses Gesicht beihält, dann hat jedes Kind so ein langgezogenes Gesicht. Deswegen ändern wir das. Ich blond, glaube ich. Ich nehme einfach mal blond. Was ist das für eine Frisur? Ich brauche schon irgendwas, was schon ein bisschen offenherzig ist. Auf diesem Gesicht geht halt wenig. Irgendeine coole Frisur vielleicht unter so ein Haarreif vielleicht oder so. Vor allem müssen es mit dem Gesicht echt ändern, das ist viel zu lang gezogen. Sieht voll schrecklich aus. Schalte das jetzt mal um, ja, danke. Was ist das? Ich glaube, das ist mehr Jungfrauen-Style. Haben wir jetzt nicht unbedingt nötig. Welchen Beruf sie ausüben wird, habe ich mir auch noch gar keine Gedanken gemacht. Cheaten möchte ich nicht. Ja, ich möchte jetzt nicht, dass sie aussieht wie so, keine Ahnung, so ein Blumenkind. An schwarzen Haaren passt besser zu blond. Normale Augenbrauen, lange Wimpern, das möchte ich auf jeden Fall haben. So aussehen, jetzt müssen wir das Gesicht irgendwie hinrücken, dass es nicht komplett bescheuert aussieht. Das ist jetzt, glaube ich, die tiefe Kopfbreite. Gesichtshöhe. Oh, ich bin halt darin übel schlecht. Kinnfülle. Ah, ja, der Kinn ist so groß. Das stört mich, glaube ich. Stört mich das? Ich glaube schon. Kinnhöhe. Die Augen müssen wir auf jeden Fall machen. Hier große Augen und die Augenfarbe lila, weil ich finde, Augenfarbe lila muss schon sein. Ist schon normal. So, kleine Stupsnase, so, genau. So ein Mund, der nicht komplett bescheuert aussieht. So ein bisschen so Kuss. Nee, der geht zu weit vor. Hier, der sieht so ein bisschen bitch-like aus. So, bisschen Make-up. Kann ja nicht schaden. Nur in manchen Fällen kann das schauen. So ein bisschen Eyeliner. Boah, sogar mit mehreren Farben. Richtig krass. Nee, so hell. Ich glaube, das ist besser. Keine Ahnung, ich kenne mich mit Make-up nicht aus. Ich möchte jetzt auch nicht so lange brauchen, um irgendwas hier zu erstellen. Jetzt bitte mal die Brille irgendwie hier abnehmen, weil das sieht halt echt furchtbar aus. Oh. So, Brille runter hier.
So, können wir hinzoomen wieder. So, das sieht jetzt nicht schlecht aus. So standardmäßig, wie meine Sims halt immer aussehen. Vielleicht mein Kleid. Ist einfach sowas hier. Finde ich eigentlich recht cool. Das ist so ein bisschen so Cheerleader-mäßig. Aber irgendwie hat es auch sowas Cooles, so ein bisschen mit diesem Gürtel. Ich finde, das sieht gut aus. Und jetzt noch andere Schuhe, weil die passen ja nicht dazu, so grün. Ich sollte nicht Modeberater werden, darin bin ich ganz schlecht. Flipflops brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Der Sommer ist vorbei. Keine Ahnung, sowas hier. Ja, das ist in Ordnung. Armbänder und so ein Schmarrn haben wir nicht. Jetzt Abendkleidung. Ich habe Angst, dass sie wieder eine Brille auf hat. Ist das ihre Abendkleidung? Ich glaube nämlich nicht. So. Scheinbar schon. Ist ja nicht schlimm, dann bleibt das eben so. Schlafanzug. Besucht Nazca. Ja, also ein bisschen freizügiger, die will ja da so ein paar Typis rumkriegen. Das ist sowas ganz schön. Nein, es ist nicht, aber egal. Zula. Sportkleidung mal das hier. Wir wollen nicht dasselbe Outfit anhaben überall. Also Ja, mehr zuhüllen kannst du dich auch nicht. Kommt sie sowas an, sowas ist bestimmt mal modern gewesen. Outdoor-Klamotten, Nuzlocke. da kann man auch einfach so ein Kleid anziehen mit Handschuhen. Nee, einfach so ein Mantel in Schwarz. Sieht cool aus. Okay, dann hier umschalten. Und einmal auf die Persönlichkeit gehen. Aber Und zwar, also wir brauchen jetzt halt schon Merkmale, die irgendwie da passen. Diszipliniert, nee, eher nicht. Charismatisch ist, glaube ich, nicht schlecht. Ich weiß halt nicht, wie viel jetzt. Also wir brauchen auf jeden Fall unwiderstehlich, das ist wichtig. Familienbewusst. Vielleicht noch kokett oder sowas. Und dann noch gute Küsserin. 20 Freundschaft, perfektionieren. Nehmen wir einfach mal die 5 Babys zu Teenagern. Lieblingsessen ist einfach mal eigentlich schon was Vegetarisches. Vegetarischer Gemüseburger, das hört sich schon. Wir haben bestimmt keine französische Musik. Ägyptisch bin ich hier irgendwie. Hier in die. Lieblingsfarbe ist einfach mal rot. Chan Bobby Puzzle. Ripsan Nubi. Nagibus Das ist gut. Zwillinge, okay, ja. Annehmen. Das ist nämlich dann schon unsere ganze Familie. Kania. Chukrali Unlotse. Annehmen. Und sie kann einziehen. Ich bin gespannt, wann wir den ersten Typen rumkriegen. So, jetzt haben wir hier verschiedene Häuser zur Auswahl. Hier unten wäre so ein kleines mit ganz großem See. Das wäre schon sehr interessant. Da wäre noch eins. Da wären auch ganz viele. Ich will fast das hier unten haben, weil das ist halt übelst abgelegen. Was hat das? Ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer. Das haben die alle. Das unten wahrscheinlich auch. Ja. Das da oben wahrscheinlich auch. Puh, ich würde auch schon gerne eher in der Stadt wohnen. Schlüssel fertig. Ja, komm. Wir nehmen einfach mal das hier. Wir können hier jederzeit umziehen. So, haben wir jetzt halt auch kein Geld mehr. Das ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Wir finden schon was. Vielleicht kriegen wir Kindergeld oder so. Ja. Ah ja, ein Wetterstein. Da möchte ich in die Spieloption gerne mal rein. Und zwar unter, wo ist es denn? Spieloption. Genau, und zwar sollen die kleinen Kinder auch nicht so lang. Und Kinder sagen wir auch nur 7 Tage, dass halt die auch irgendwann mal erwachsen werden. Teenager sagen wir mal, na, sagen wir mal 14 Tage. Okay, perfekt. So, dann zieh mal ein. Was haben wir hier? Wir haben eine Couch, wir haben ein Bett, das ist schon mal wichtig. Eine Dusche.
Ein Kühlschrank, ja. Wir haben sogar einen Fernseher, ist doch cool. Ja, wir Fernseher jetzt aber nicht. Politikkarriere, weiß ich nicht, ob das jetzt so unser Ziel ist. Jetzt schauen wir erstmal, ob irgendwo hier in der Gegend attraktive Männer wohnen. Sport, Spaß, Spiel. Das hört sich schon mal erfolgreich an. Okay, dann war es das jetzt mit der ersten Folge von Sims 3, der 100 Baby Challenge. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder, wo sie vielleicht schon eine Schwangerschaft beginnt oder ähnliches. Sehen wir auf jeden Fall dann. Bis dahin, tschüss.